Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 4 im Multiplayer-Modus. Wir spielen hier auf Wellenbrecher. Wie heißt das? Ja, ich glaube Wellenbrecher heißt das hier. Oh, das ist eine aber riskante Aktion hier. Ich bin hier schutzlos ausgeliefert dem anderen Jet, der hier gerade entgegenkommt. Oh, Kacke. Bitte flieg hier. Jetzt flieg doch mal und so. Ja, ich kann ja natürlich nicht viel machen. Sag mal, kann er mal hier von unserer Flak abgeschossen werden? Der muss doch mal drauf gehen irgendwann, oder fliegt der die ganze Zeit so? Ey, sag mal, der muss doch mal kaputt gehen hier. Was ist denn da los? Wo ist denn unsere andere Jet? Eroberung groß ist das hier, by the way. So, zack. Aber der andere kommt auch nicht, zum Glück nicht so ganz gut klar. So, er dreht... Nein, natürlich nicht. Alter, gib mir doch nicht auf den Sack. Ich krieg den natürlich nicht, weil... Oder? Nee, das andere Teil ist natürlich viel windiger. Oh, das geht mir aber jetzt auf den Sack hier. Und der hört auch nicht auf, ne? Der hört nicht auf. Ja, keine Ahnung, was er jetzt sofort. Oh, da versenkst du das Ding im Wasser. Da ist gar nicht so ein Radius damit hin. Ich frag mich, warum die Flak das nicht macht. Die müssen doch eigentlich einen super Radius haben. Wenn er mir jetzt gleich auf den Sack geht, ne? Alter, verpiss dich doch. So, jetzt hat er gleich den anderen Jet am Arsch und ich glaube, der ist ganz gut. Oder? Ist er gut? Der hat es noch nicht bemerkt. So, ich drehe mal hier jetzt nochmal eine Ehrenrunde. Ey, der kriegt es einfach nicht geschissen, der Typ. Guck mal, der kann mich noch nicht mal mehr anvisieren. Dabei bin ich ein Bodenkampfflugzeug. So, jetzt drehe ich einfach mal hier die Richtung. Mal gucken. Ja, hat er nicht gecheckt. Hat er nicht mit klar. So, wo haben wir denn? Da. Oh, fuck. Wo ist denn der andere Jet? Da. Hinter mir. Hilf mir doch mal, du Penner. Ich mein. Ja, jetzt hat er es gecheckt. So, Kollege. Jetzt. Was hat mit dir? 12 Schaden macht man damit. Ist ja mal. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Nein! Oh nein! Ich dachte schon, er wäre ausgestiegen. Sag mal. Ja, jetzt häng ich mal hinten dran, ne? Kollege. Oh, Scheiße. Ja, da komme ich nicht im Radius. Mit wo ist denn der andere Jet? Ist der jetzt kaputt oder was? Nee, der hängt da hinten noch. Ja. Jetzt habe ich ihn endlich zerstört, aber er ist vorher noch ausgestiegen, der Penner, oder? Aber wo kommt das denn jetzt wieder weg? Oh nee, ey. Oh, fuck it. So, wieder gefangen. Kurz hier ein bisschen heilen. Ich wäre natürlich viel lieber in einem anderen Jet. Es gibt mir der Heli da hinten auf den Sack, ey. Als wenn er nichts Besseres zu tun hätte. Mach ich doch auch nicht. Ich geh doch den Jets auch nicht auf den Sack. Ich geh doch immer nur der ganzen Infanterie auf den Sack. Bis sie anfangen zu flamen. Das ist mein Ziel. So, da vorne haben wir ein Boot. Ich gehe mal ein bisschen höher. Aber vielleicht kann ich den ja mal ein bisschen bearbeiten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, da kommt schon der nächste Jet an. Und dann, ich gehe noch extra runter. Sorry, der rammt trotzdem noch in mich rein. Boah, was ein Kackenhub. Vielleicht kann ich den hier so ein bisschen... Vielleicht lässt er sich mal hier drüber lenken, ha? Nee, der ist nicht ganz so blöd. So, wo ist er denn? Hat er mich jetzt verarscht? Er ist hinter mir, ist, ne? Krieg ich einen Anfall? Ja, ich sehe ihn jedenfalls nicht. Auch auf der Minimap nicht. Dann wird er wohl kaputt sein. Hm, der hat sich erfolgreich versteckt von mir. Boot hätte ich am liebsten. Weil die Boote, die sind ja scheiße overpowered, ne? Aber da sind diese Jets echt ein Segen, ne? Die
Bodenkampf-Dinger zumindest. Jetzt habe ich es aber mal ein bisschen übertrieben hier. Ah, da. Oh. So, ihr sagt ja immer, ich soll ein bisschen mehr snipen. Ihr habt es. 5 zu 1. Ja, der andere Penner ist tatsächlich noch ausgestiegen vorher. Was ein Arschloch. Ah, jetzt. Nein. Ich fange hier auch noch an, rum zu snipen. Richtige Pest ist das, ey. Oh je. Sofort auf Tauchstation hier. Oh, der fährt die andere Seite. Ja, okay. Was ist denn das da? Lol. Da sitzt nur einer drin. Boah, ich habe ihn wirklich getroffen. Oh, kacke. Er hat die Flares rausgehauen. Ja, jetzt geht er doch rein, du. Wo ist er denn? Ja, komm. Ah, zu weit weg wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt ist er wahrscheinlich zu hoch, ne? Ja, aber deutlich. Aber mehr als deutlich, ja. Ich bin hier ja schon mal mit dem Heli drunter geflogen. Oh, guck, da einer angeschwommen. Oder sitzt er da oben drauf? Ne. Wo ist denn der? Ach, der kommt angeflogen. Ja, das ist auch gut. Da muss ich mal hier mal ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre gucken. Dürfte er gleich von da kommen. Also, so würde ich es zumindest machen. So, das hier dürfte Kopfhöhe sein. Ja, da kommt das schon an. Toll. Yes! So, da oben kommt der... Oder da hinten kommt der nächste. Ja, er kommt dann. Oh, der hat uns hier nochmal den Arsch gerettet. Na, scheiß die Wand an. Hat aber fein gemacht. Dann gehe ich hier mal hoch. Mach meine Pistole raus. Boah, jetzt in der RPG haben wir. Oh, der ist ausgestiegen. Bam. Wo ist er denn? Ist da einer rum oder hat er sich selbst eliminiert? Wahrscheinlich, ne? Okay. Und da unten kommt der nächste an. Wie machen wir das immer am besten? Mal, der ist da wirklich, der ist hier drunter, ja. Wo war der Höhleneingang nochmal? Der war doch hier unten, oder? Yes. So, geh du mal vor und ich. Oh. Ah, nein, 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 nein. Ah, Granate, nix gut. Was hat der denn? Ach, scheiße. Ich presche hier mit meinem Scharfschützengewehr voran. Ah, okay. Da holen wir uns das mal wieder zurück. Was haben wir denn hier, Feindes? Eine Shotgun. Ja, das ist ja noch... Da bist du ja noch invalider unterwegs mit einer Shotgun. Ekelhaft. Ich glaube, da wurde gerade einer geroadkillt. Ja. Mit dem Quad. Auch nicht schlecht. Ich hab's noch auf der Minimap gesehen. Okay, wo können wir dann mal die Gegner hier so ein bisschen... Wo stehen die denn sonst immer so rum? Ich bin ja nicht so der Sniper. Wo findet man die denn? Vermutlich gerade da, wo sie irgendwelche andere Bases erobern, ne? Er gibt ja durchaus den... Oh, da hinten. Einfach mal voll reinhalten. Ja, da steht ein Boot rum. Nehme ich mir aber jetzt mal. Der ist schon down. So, Kollege, wo bist du? Das war, glaube ich, dein Fehler, oder? War es ein Fehler? Ist er dämlich oder so? Als wenn ich das nicht gesehen hätte. Ich schieße die ganze Zeit auf den...
Na, was heißt denn N1? Was will er denn damit mir sagen? Ja, da vorne steht einer und da vorne stehen noch viel mehr. Ich weiß es. Oh! Aua. Ah, scheiße. Ich glaube, bin durch Minen durchgefahren. Ah, ja, klar. Jetzt bin ich tot. Es waren zu viele. Egal. Am liebsten hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, den Scout-Heli. Da. Aber der ist ja nie... Lol. Was leckt das denn hier rum? So ganz ohne Scheiß, am liebsten hätte ich jetzt den Scout-Heli. Aber egal, ich soll ja snipen, ne? Dann gehe ich mal hier hin. Oh! Ja, war eine brillante Idee. Scheiße. Mist. Einfach wieder genau das Spawn. Weil der... Oh, dürfte er jetzt hier drin stehen? Tut er schon mal nicht. Weiß ich gerade hier, wo ich gestorben bin? Das war doch hier drin, ne? Ah ne, da steht ja noch so ein zweiter Kabuff, ne? Oder? Vorne. Oder so. Ja, genau. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schiff. Nördlich deiner Stellung. Na! Ah! Aua! Ah! Voll in die Hacke. Einsatzziel Charlie wurde gerade neutralisiert. Yes! Ah, ich glaube, das ist Geschichte. Was ist das denn hier? Ist das ein versiegter Brunnen oder was? Ja, ist mir im Prinzip auch Wayne. Dann kommt ein Heli an. Oh, da vorne steht einer. Zack, da ist er down. Wenn jetzt irgendeiner ankommt. Ach komm, dein Sniping ist doch gar nicht so schlecht. Seht ihr? Es ist schlecht. So, bitte, 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 dass der Scout-Heli jetzt gerade frei steht. Jetzt gerade in diesem Moment. Nein! Ja, war ja klar, ne? Aber ist auch keiner unterwegs, irgendwie, ne? Es sei denn, die Feinde haben den. Würde mich auch nicht besonders wundern. Ja, ich will jetzt auch nicht unbedingt warten. Auf ein Scout-Heli, oder? Soll ich das tun? Macht man ja eigentlich nicht so unbedingt. Jet ist frei. Okay, damit ist die Folge auch schon fast zu Ende, oder? Ist die Folge damit schon fast zu Ende? Noch nicht ganz, glaube ich. Das machen wir mal noch. Oh, ein Geschenk. Und wenn er gut ist, ist es kein Geschenk. So, da kann er auch nicht rausspringen. Und er springt doch raus. Er springt raus, um damit ich den Kill nicht kriege. Dieses miese Arschloch. Er weiß zwar, dass er hier absolut sterben wird. Ich hätte einfach besser aimen müssen. Dann hätte ich den vielleicht gekriegt. So, da vorne ist der andere Jet. Die Flares schon nachgeladen. Ich weiß es gerade nicht. Oh, ja, der hat's auch gut gemacht. Okay, aber ich glaube, damit beende... Ja, ich beende die Folge, wenn die Runde hier zu Ende ist. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Wieder haben wir Haushof verloren. GGA. Was auch immer das sein soll. Okay. Da gucken wir uns einmal noch ganz kurz die Stats an. Die sind ja ausnahmsweise mal gar nicht so schlecht, obwohl ich gesniped habe, aber ich habe ja auch, bin auch viel Heli. Nein, Jet. Genau, das ist ein Jet. Ich bin Jet geflogen. Ich bedanke mich fürs. Der letzte Mongo ist auch ein schöner Name. Bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich.
Ciao und haut rein.